Es ist mal wieder Zeit für ein neues Ranking-Video auf diesem Kanal. Heute stellen wir euch die unserer Meinung nach Top 10 der besten Attraktionen im Phantasialand vor. Mit dabei Nick von Coaster World. Natürlich interessiert uns wie immer auch eure Meinung, also vergesst nicht, uns im Anschluss auch eure Lieblingsattraktionen im Phantasialand in die Kommentare zu schreiben. Jetzt aber erstmal zu unserem Ranking. Platz 10, River Quest. Beim Großbrand im Phantasialand im Mai 2001 wurden mehrere Attraktionen teilweise vollständig zerstört, darunter zum Beispiel auch die Gebirgsbahn und die Grand Canyon Bahn. Schnell musste Ersatz her und bereits ein Jahr später eröffnete River Quest die bis heute weltweit einmalige mehrstöckige Rafting-Anlage des Herstellers Hafema, die sich auch sonst von anderen Auslieferungen ihrer Art stark abhebt. 2017 wurde die Attraktion durch eine umfangreiche Thematisierung im Stil von Klugheim ergänzt und kann sich seitdem wirklich sehen lassen. Auch die Fahrt überzeugt voll und die drei, teils hohen Abfahrten, sorgen dafür, dass hier wirklich nichts und niemand trocken bleibt. Ganz klar eine der außergewöhnlichsten Rafting-Anlagen der Welt. Platz 9. Maus au Chocolat. Mäusejäger, aufgepasst! Bei dem Dark Ride aus 2011 geht ihr in knapp 7 Minuten auf eine unterhaltsame und familienfreundliche Reise durch die Tortenfabrik. In der interaktiven 3D-Themenfahrt von ETF Rides trifft reale Thematisierung auf interaktiven Screen-based Content. Während der Fahrt mit Maus au Chocolat schießt ihr mit Hilfe an den Wagen befestigten Spritzbeuteln auf die frechen Mäuse. Doch Achtung, die lassen sich nicht so ohne weiteres verjagen und wissen sich zu wehren. Die spaßige Fahrt eignet sich dank des Dueling-Charakters super für einige Wiederholungsfahrten, aber auch die kleinen Details in Sachen Thematisierung laden zu mehr als nur einer Fahrt ein. Platz 8, Winyas 4 und Winyas Force. Der nächste Platz wird bei uns von gleich zwei Attraktionen belegt. Bei Winyas 4 und Winyas Force handelt es sich um zwei Indoor-Spinning-Coaster von Maurer Rides, die seit 2002 ihre Runden durch die Woostown-Halle im Fantasy-Bereich drehen. Die beiden Achterbahnen unterscheiden sich in Länge und Geschwindigkeit sowie den verschiedenen Fahrelementen. Dabei ist Winyas 4 mit einer Streckenlänge von 465 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 66 km/h die längere und schnellere Bahn. Die Doppelanlage überzeugt mit ihren einmaligen Elementen wie Kippschienen, Aufzügen und einem ansprechenden Layout. Besonders gut geeignet für regnerische Tage, da beide Bahnen vollständig indoor verlaufen. Einziger Haken sind die häufig sehr hohen Wartezeiten aufgrund der geringen Kapazität. Platz 7. Talokan. Mit Talokan steht seit 2007 ein echter Eyecatcher im mexikanischen Themenbereich des Phantasialands. Busrides lieferte hiermit den einzigen Suspended Topspin auf europäischem Boden. Besonders sticht bei dieser Attraktion aber die Thematisierung mitsamt diverser Spezialeffekte wie Feuer und Wasser sowie die epische Musikuntermalung hervor. Dem Wettergott Tlaloc sollte man nicht mit schwachem Magen entgegentreten, denn hier wird man knapp 2,5 Minuten lang ordentlich durch die Lüfte geschleudert. Für alle Taschenaufpasser, denen das zu viel ist, bietet Talokan aber auch etwas. Denn oberhalb gibt es eine Aussichtsplattform mit bestem Blick auf das spektakuläre Geschehen. Platz 6, Colorado Adventure. Auch turbulenter, aber doch deutlich familienfreundlicher geht es bei Colorado Adventure zu. Der Mine Train von Vekoma zählt zu den ältesten noch existierenden Attraktionen des Phantasialands. Seit 1996 donnert der ehemalige Michael Jackson Thrill Ride mit bis zu 50 km/h fast 3 Minuten lang durch das Felsgebirge im Mexiko-Bereich. Dabei passiert der führerlose Geisterzug auch zwei Indoor-Parts, von denen einer in völliger Dunkelheit durchfahren wird. Die Achterbahn könnte optisch zwar durchaus ein zeitgemäßes Upgrade vertragen, rein von der Fahrt kann sie aber trotz der etwas ruppigen Fahrweise nach wie vor voll überzeugen und ist unserer Meinung nach die beste Familienachterbahn in Deutschland. Platz 5. Chiapas. Im selben Themenbereich wie Colorado Adventure, aber einem völlig anderen Setting, befindet sich die 2014 eröffnete Wildwasserbahn Chiapas von Intermin. Wer hier jetzt einen klassischen 0815-Lokflum erwartet, wird positiv überrascht. Auf 5 Fahrebenen geht es vorwärts und rückwärts auf Expedition durch eine Ausgrabungsstätte. Das Phantasialand betitelt Chiapas als die modernste Wildwasserbahn der Welt.
Moderne, schnelle Lifte, eine Highspeed-Weiche und die finale 53 Grad steile Abfahrt mit anschließendem Camelback machen die Attraktion auf jeden Fall einmalig. Ergänzt wird das Ganze durch einen stimmigen Soundtrack und eine aufwendige Gestaltung. Für gute Laune sorgen nicht nur der Fahrspaß und ein ordentlicher Nässegrad, sondern auch die Partyhöhle mit Ohrwurmgarantie. Gerade an Sommertagen ist die Fahrt selbst für die Wasserscheuen unter uns Pflicht. Bis 2011 fuhren an diesem Standort übrigens noch die beiden Wildwasserbahnen Stone und Wildrush Creek entlang. Ein paar Überbleibsel davon lassen sich auch noch heute im Park entdecken. Mehr dazu findet ihr in meiner Videoreihe Relikte aus vergangenen Zeiten im Phantasialand. Platz 4. Mystery Castle. Gott sei Dank noch kein Relikt aus vergangenen Zeiten, aber trotzdem schon fast 30 Jahre im Phantasialand, steht das Mystery Castle. Der weltweit einzige Bungee Drop Tower von Intamin wurde 1998 eröffnet und ist mit 65 Metern bis heute noch die höchste Attraktion im Park. Das Erlebnis beginnt schon mit dem Weg zur Attraktion. Hier taucht ihr bereits in die düstere Atmosphäre ein, die einen auf die anschließende Fahrt vorbereitet. Es gibt drei Fahrprogramme, die sich in ihrer Dauer und Intensität unterscheiden. An dieser Stelle wollen wir aber nicht zu viel spoilern. Mystery Castle zählt definitiv zu den besten Freefall-Attraktionen in Europa. Daher unserer Meinung nach auch völlig verdient unter den Top 5 im Phantasialand. Platz 3. Black Mamba. Wenn euch das zu gruselig ist, ihr aber trotzdem Lust auf Action habt, ist vielleicht die Black Mamba genau das Richtige für euch. 2006 baute B&M den wilden Ritt durch den afrikanischen Dschungel. Während der knapp anderthalbminütigen Fahrt geht es insgesamt viermal über Kopf und haarscharf an unzähligen Niermiss-Effekten wie steilen Felswänden und Wasserfällen vorbei. Obwohl die Bahn nur 27 Meter hoch ist, hat es das kompakte 768 Meter lange Layout mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern durchaus in sich. Neben dem Looping und drei weiteren Inversionen schlängelt sich die Black Mamba mit hohem Tempo durch die vielen engen Kurven, was dem einen oder anderen auch zu viel des Guten werden könnte. Ansonsten aber gerade seit den diversen Verschönerungen und Erweiterungen der Gestaltung im Bereich klar eines der Highlights im Phantasialand. Platz 2. Fly. Seit mittlerweile fast 3 Jahren saust Fly durch die Welt von Ruckburg. Die Achterbahn des Typs Flying Coaster von Vekoma war die erste und ist derzeit immer noch die einzige ihrer Art. Fly ist der erste Flying Launch Coaster und mit einer Streckenlänge von 1236 Metern der längste Flying Coaster der Welt. Es gibt 2 Launch-Abschnitte, 2 Inversionen und einige Airtime-Momente. Dazu kommt die außergewöhnliche Sitzposition. In Verbindung mit der stellenweise besonders in den hinteren Reihen doch schon ziemlich intensiven Fahrt, kann das Ganze aber auch etwas unangenehm werden. Doch die Fahrt ist hier beinahe schon zweitrangig, denn fast beeindruckender ist die immersive Gestaltung der umliegenden Themenwelt, durch diese die Achterbahn fährt. Selten schmelzen Themenwelt und Achterbahn so gut zusammen wie in Ruckburg. Die Thematisierung des gesamten Bereichs ist auf höchstem Niveau und kann problemlos mit den Branchenführern in Sachen Gestaltung wie Disney oder Universal mithalten. Diese Tatsache zusammen mit der besonders in der ersten Reihe sehr Airtime-lastigen Fahrt machen Fly zu einem tollen und einzigartigen Gesamterlebnis. Platz 1. Taron. Für uns beide aber ganz eindeutig auf Platz 1 ist auch nach wie vor der Intamin Multi-Launch Coaster Taron, der 2016 mitsamt der Themenwelt Klugheim eröffnet wurde. Taron ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 117 Stundenkilometern die schnellste Achterbahn im Phantasialand und kann auch ohne Inversion voll punkten. Auch hier macht die Themenwelt die Thematisierung, die bei Klugheim vielleicht nicht ganz so immersiv wie in Ruckburg ist, aber trotzdem optisch und atmosphärisch voll überzeugt. Aus dem Stand katapultiert euch Taron auf die 1320 Meter lange Strecke, bestehend aus zahlreichen Richtungswechseln und ganzen 116 Schienenkreuzungen, sowie auch einem zweiten Launchabschnitt, der den Zug auf die Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Während der Fahrt geht es haarscharf vorbei an Felswänden und einem Wasserfall, durch Schluchten und Häuser. Taron begeistert uns auch heute noch nach jeder Fahrt wieder aufs Neue und ist somit für uns völlig selbstverständlich auf Platz 1 der besten Attraktionen im Phantasialand. Jetzt seid ihr dran. Was sind eure Lieblingsattraktionen im Phantasialand? Und mit welchen Rides könnt ihr so gar nichts anfangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst außerdem nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Schaut außerdem unbedingt auch mal bei Coaster World vorbei. Den Kanal habe ich selbstverständlich auch in der Beschreibung verlinkt.
Damit bis zum nächsten Video und ciao.